KBJ Show heute an einem Donnerstag. Was geht ab, Freunde? Und was ist schon wieder los bei den Warriors? Draymond wird nach 4 Minuten wohl ejected. Steph Curry heult deswegen. Sie spielen ein sehr, sehr wichtiges Spiel gegen die Magic, gegen Franz Wagner, Paolo Banchero. Bei den Warriors geht's gerade wirklich um jeden Sieg, denn sie wollen auf keinen Fall aus dem Play-In rausrutschen. Und ein Team, was es ihnen gerade sehr, sehr schwierig macht, sind die Houston Rockets mit dem Typen hier, der seit ein paar Wochen einfach komplett eskaliert. Und der hatte gestern Nacht auch ein Spiel, also Jalen Green von den Rockets. Die Rockets hatten gestern auch ein sehr, sehr wichtiges Spiel und gegen die Thunder. Da gucken wir uns die Crunch-Time an, freue ich mich sehr darauf. Wir haben LeBron und Rui Hachimura-Highlights. Wir haben noch ein sehr, sehr geiles Matchup im Westen zwischen den Suns und den Nuggets. Auch da freue ich mich drauf. Wir haben ein wildes Ending zwischen den Clippers und den Sixers. Gerade bei den Clippers, die müssen jetzt auch langsam mal wieder gewinnen, ne? Die sind so ein bisschen gedroppt und spielen nicht wirklich gut in letzter Zeit. Und es ist das alte Team von Harden. Da wollen wir auch ein bisschen gucken. Wir haben die Top 10, wir haben die Tabelle, wir haben noch das ein oder andere. Deswegen, Freunde, lehnt euch zurück, holt euch Cornflakes, holt euch irgendwas zu essen, wenn ihr Bock habt. Nee, fuck, wir haben Ramadan. Holt euch nichts zu essen, wenn's noch nicht so weit ist. Ich faste ja auch, deswegen dumm eigentlich von mir, dass ich das gerade gesagt habe. Nee, aber ey, lehnt euch einfach zurück, macht euch eine gute Zeit und wir ziehen uns jetzt diese Games hier rein. Wenn ihr Bock habt, abonniert gerne den Kanal, wir jagen 100.000 Abonnenten. Ich bin sehr, sehr gespannt, was jetzt hier eigentlich passiert ist, Mann. Let's fucking go. Also, wir sind wirklich ganz am Anfang des ersten Viertels. Wir sind nicht mal vier Minuten in, okay? Wo ist Draymond? Hier ist Draymond gegen Suggs, okay? So, er ist nicht mal in dem Play. Wir sehen Draymond jetzt noch nicht. Wir sehen Franz und Banchero. Und wir sehen Draymond, wie er den Ref abfuckt. Ein technisches, okay. Also, was ist hier passiert? Wir haben gar nichts gesehen. Also, es war auch nicht dieses Play scheinbar, was ihn genervt hat. So, und jetzt legt er sich weiterhin mit den Refs an. Lass mal versuchen zu verstehen, was er sagt. Redet weiter. Oh, er hört nicht auf. Ja, er hört halt nicht auf. Ich habe so ein bisschen versucht, die Lippen zu lesen, aber es ist mir ehrlich gesagt nicht gelungen. Das Thema bei Draymond ist halt, dass er einfach nicht aufhört, mit den Refs dann zu diskutieren und zu reden. Und das wird hier auch das Problem sein. Also er hat jetzt bisher ein Tee bekommen. Und hier kommt das zweite. Aber er wusste es schon. Er wusste es schon, weil er hat hier safe irgendein Wort gesagt. Weil Chris Paul, achtet drauf, wie Chris Paul reagiert und guckt, wie Draymond sich dann einfach umdreht und geht. You can tell, dass der auf jeden Fall schon wusste, er wird ejected dafür. Was könnte er hier gesagt haben, Mann? Ja, und Chris Paul sagt direkt so, nein, nein, nein. Digga, nach 4 Minuten, der Jockel, Alter. Ich verstehe einfach nicht, wieso er sich nicht besser im Griff hat. Weißt du, das kann doch nicht sein. Warum hat er sich nicht besser im Griff in solchen Momenten? Es gibt keinen Grund, hier jetzt schon so angepisst zu sein. So, und hier hast du jetzt Steph, der so ein bisschen den Kopf schüttelt. Ja. Also natürlich ist er angepisst. Aber dieses er heult wird auch ein bisschen übertrieben, oder? Oder heult er wirklich? Es überrascht mich jetzt, weil ich dachte eigentlich, okay, das war vielleicht nur so geschnitten oder was auch immer, aber das sieht wirklich so aus, als würde er hier deswegen heulen. Wild. Also hier, nee, man sieht gar nichts. Ja genau, er bekommt das erste Tee dafür, dass er den so ein bisschen berührt. Und jetzt? Was sagt er? Also, was wir wissen ist, es gibt bestimmte Wörter in der NBA, wenn die fallen gegenüber einem Ref, dann ist es immer automatisch ein T. Und da gibt es auch keinen Verhandlungsspielraum mehr. Und es kann gut sein, dass Draymond hier eins dieser Wörter gedroppt hat, deswegen ist auch Chris Paul sofort dazwischen gegangen, deswegen ist sofort Draymond in die Kabine gelaufen. Aber was ich einfach nicht verstehe ist, ey,
Es geht hier wirklich für die Warriors gerade um jeden Sieg. Jeder Sieg zählt. Du willst nicht aus dem Play-In rausfliegen. Und dann hast du so ein wichtiges Spiel gegen die Magic und der ist noch 4 Minuten out. Das verstehe ich ja mal gar nicht. Okay, das wäre sogar hier in den Dawkins Highlights gewesen. Hätte ich gar nicht extra raussuchen müssen. Wir gucken uns das Spiel jetzt mal an, ja? Also wir gucken auf jeden Fall mal das erste Viertel. Wir gucken, ob alle hier so ein bisschen da sind. Yes, mit wem spielen die hier? Mit Banchero, mit Franz, mit Jalen Suggs, mit Wendell Carter. Und wen haben sie hier? Ist das Markel? Das ist Markel, ja, Markel Fultz. Das ist eine geile Starting-Lineup für die Magic. Kranker Hookshot hier von Podziemski. Genau, die Warriors. Ist das schon ihre Bench-Einheit? Ja, wir haben jetzt gerade Moody, Looney, Clay, Podziemski und Steph. Okay, aber Warriors mit einem guten Start. Oh, Clay? Nein, ich wollte schon sagen, Clay schlägt hier keinen. Okay. Okay, 21-9, guter Start für die Warriors. Und Clay attackiert viel, das gefällt mir. Vor allem attackiert Clay viel aus dem Dribbling heraus, das gefällt mir richtig gut. Podziemski wieder ein Floater. 25-10, sehr stark. Da ist Top-10-Player Chris Paul. Hier ist Clay. Also gutes Game von Clay bisher und guter Start für die Warriors. Also 27-11 ist wild. Reden wir ja oft drüber bei den Magic, dass halt die Defense natürlich sehr stark ist normalerweise, aber die Offense halt nicht so stark. Ist ein ähnliches Problem wie bei den Timberwolves zum Beispiel. Hier sehen wir die ersten, oh mein Gott, 0 von 8 von der Dreierlinie sind die gegangen. 14% aus dem Feld. Crazy. Season low. Aber okay, schlimmer kann es auch nicht werden aus Sicht der Magic. Das heißt, ich denke, die kommen hier bestimmt zurück. Hier ist Jonathan Isaac, der eine überragende Saison spielt. Wenn er denn spielt, aber wenn er spielt, ist er echt eine Macht so. Ey, und ich bin richtig angepisst ein bisschen von Draymond gerade, weil du brauchst ihn halt einfach, weißt du? Du brauchst ihn einfach, der ist so wichtig. Oh, guter Block. Franz gegen Steph, gute Deny-Defense. Und Jonathan Isaac mit einer sehr, sehr guten Defense-Sequenz. Also das meine ich für euch NBA-Nerds da draußen, wie auch für mich. Guckt euch das mal an, wie die das verteidigen hier, die Magic. Also erstmal, wie gut sie hier Dennis, Alter. Wie gut sie hier Curry zumachen, ja, mit Franz. Digga. So, schau, wie gut Franz hier das Deny macht. Das ist keine Anspielstation möglich. Dann machen sie hier unterm Korb Moody zu. Und jetzt wissen sie ja, okay, das Bailout-Play ist, dass am Ende dann Wiggins hier oben freikommt. Aber Jonathan Isaac hat das jetzt schon gerochen, geht dahin und contestet das Ding sehr, sehr stark. Also das war perfekte Defense von den Magic. Und deswegen mache ich mir auch keine Sorgen, dass sie in dem Spiel jetzt nochmal rankommen. Weil sie einfach die Möglichkeit haben, da wieder ranzukommen mit ihrer Defense. Aber Steph kriegen sie im Moment noch nicht so gut in den Griff. Steph hier viel am Kochen. Oh, oh. Oh, good pass! Nice! Ja, aber wir haben fast ein ausgeglichenes Game jetzt wieder. Oh, nee. Das war zweimal das gleiche Play. Sie doppeln Curry realisiert das, zieht Mo auf sich und findet dann den Mann im Dunker-Spot. Zweimal das gleiche Play. Blitzen die Magic jedes Pick and Roll? Oh, good pass. Franz natürlich ein Tick zu langsam, um Steph wirklich zu verteidigen. Er hat die Länge, das ist ein guter Verteidiger gegen Steph, aber im direkten Duell, im Speed hat Franz ihn natürlich nicht. Nice. Okay. Ich beobachte so ein bisschen, wie die Magic das verteidigen und sie scheinen echt jedes Pick and Roll einfach zu blitzen, was natürlich immer eine Menge Platz dann aufmacht. Oh, ich mag Wendell Carter, ey. Nee, jetzt haben sie es nicht geblitzt. Und dann geht der Curry-Dreier direkt daneben. Schöner Pass von Cole. Wirklich guter Pass von Cole. Ey, by the way, falls ihr noch nicht abonniert habt, macht es gerne, Leute. Wow, Lucky Bounce, Shooter's Touch.
Abonniert gerne den Kanal, Leute. Wir jagen 100.000 Abonnenten. Würde mich freuen. Und habe ich es nicht gesagt, wie oft habe ich schon darüber geredet, dass der Ehrenfan hier immer da sitzt und der eben nicht, wie die ganzen anderen, die normalerweise Kurzzeit hier sitzen, dass der eben nicht noch irgendwie draußen chillt im VIP, sondern dass der jetzt schon wieder da ist. Ich respektiere das total, Mann. Guter Move von Markell. Okay, wir sind schon im dritten Viertel. Oh! Der war nasty. Der war sehr, sehr nasty. Schau, wie GP Anlauf nimmt. Give me that shit. Ich bin Baby LeBron. Oh! Oh, Franz wollte das Goaltending, bekommt's nicht. Clay mit dem Layup. Wäre auch fast ein Chase-Down-Block geworden. Good pass. Oh, oh. Ja, Shoutout an GP, dass er sowas überhaupt contestet gegen den Center. Nope. Sachs hat's echt versucht, da noch ranzukommen. Oh, guter Touch von Franz. Aber die Magic bleiben hinten. Mir gefällt total, wie die Warriors hier den Ball laufen lassen, was für Plays sie laufen. Das wirkt alles sehr, sehr schlüssig und unbeschwert irgendwie. Es wirkt wenig gezwungen. Es sind gute herausgespielte, entweder Layups oder Dreier. Das sind gute Würfe für die Warriors die ganze Zeit. Good pass. Nice. Okay, aber also sieht gut aus für die Warriors. Könnte eigentlich schon der W werden. 63-48. Bisher waren sie von der Führung her nie wirklich in Gefahr, würde ich sagen. Und das ohne Draymond gegen so ein defensiv starkes Team wie die Magic, das ist schon nicht schlecht. Aber wir können hier auch den, wie sagt man das, den Tag nicht vor dem Abend loben, weil es kann so viel passieren in der heutigen NBA. Oh. Hat Moody hier gerade Ingles die Knöchel gebrochen? He did. Er hat ihm wirklich einen miesen Ankle-Breaker verteilt. Achtet mal nur auf die Knöchel von Ingles. Vor allem aufs linke Bein. Achtung. Oh shit. Oh shit, das war ein mieser Ankle-Breaker. Aber schau, es sind 6 Punkte. Also du bist nie außer Gefahr. Aber die Warriors sind stark heute, kriegen vor allem auch von der Bank ein bisschen Unterstützung. Oh, Cole Anthony ist da, also sie sind nie ganz weg. Oh oh. Boah, was ein Rebound von Moody. Und dann findet er den Splash, Bro. Krass, 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 krass. Nice. -7 muss sich der Magic. Oh oh, Cookies. Nice, und der Euro, wow. Aber 6 Punkte, es bleibt dauernd 6 Punkte. Jetzt wieder 9, wenn Wiggs den trifft, ja. 9 Punkte, also Warriors halten diese Führung. Und die Magic versuchen irgendwie mal näher ranzukommen als 6, aber schaffen es irgendwie nicht, schaffen es wieder nicht. Good pass. Ey, Cole macht hier eine Menge gerade. Anthony Black, der beste Freund von Grady Dick. Und gutes Wiggins-Game auch, ne? Also wir sehen eine Menge Wiggins, wir sehen eine Menge Cole Anthony auf der anderen Seite. Hier wieder Cole. Wow, was ist denn los mit dem? Es sind 4 Punkte, aber hier ist GP. Boah, was ein Spiel. Oh oh. Handoff zwischen den Wagner Bros. Spin Move. 82-80, okay. Ey, Wiggins hat das Monster Game überhaupt diese Saison. Ich brauche kurz eine Pause. Ich muss mich richtig kurz manchmal aus diesen Highlights rausholen, einfach nur, damit ich nicht zu angespannt bin. 86-82, -4 aus Sicht der Magic. Hier ist alles drin für beide Teams, aber man muss den Warriors ihre Props geben. Ohne Draymond schaffen sie es die ganze Zeit, diese Magic davon abzuhalten, wirklich die Führung mal komplett herzugeben. Aber 6 Punkte sind halt nicht viel. Du kannst es trotzdem verlieren.
Gut, dass Looney da war für den Cleanup. Hier ist Clay ins Gesicht von Franz. Boah, der tut weh. Clay 15 Punkte. Wirkte viel mehr, oder? Wirkte, als hätte der 20, 22 Punkte bestimmt. 15 Punkte, okay. Hier ist Franz. Das ist ein Mismatch, aber gibt den Ball sogar ab auf Bankero. Komisches Closeout von Clay. Clay hier mit dem Bruce Bowen Closeout mit dem Bein. Das ist ein ganz komisches Spiel, Mann. Digga, Wiggins komplett am Ausrasten heute. Oh, hier ist Franz. Immer diese langen Arme, wenn er das Finish macht. Und es bleibt minus 6. Oh, Block. Gib Franz den Ball. Er findet Sucks. Okay. 3. Minus 3. Wow. Okay, und jetzt haben wir es richtig knapp. Jetzt haben wir 94-93. Es sind noch 1 Minute 47 zu spielen. Jetzt wird es richtig entscheidend. Und es ist bisher ein gutes Clay-Game. Findet Jackson, Davis, findet GP. Und Franzi ist hingefallen. Shit. Geht ihm aber gut. So, gute Defense. Oh, das ist gute Defense von Franz. Aber wenn Steph dann zieht, ist halt Game Over. Selbst wenn du in einem Perimeter kontrollierst, wenn er zieht, ist Game Over. Oh, und Sucks kassiert den Dreier. Oh mein Gott, war der Klatsch. Oh mein, da könnte er jetzt echt den hier auspacken. Er macht sogar. Okay. Er macht sogar. Aber ich bin nur gerade ein bisschen geschockt, weil das ist für mich noch nicht der Dagger irgendwie. Also du hast 5 Punkte, okay, jetzt hast du 8 Punkte, ja, 34 Sekunden vor Ende, okay, ich versteh's. Aber still, das ist schon, ey, das Ding kannst du theoretisch auch noch verlieren. Haben sie aber nicht, okay, 101-93. 101-93 und das ohne Steph, nee, das ist ohne Draymond. Wichtig. Es geht hier echt um eine Menge für die, wie heißen sie? Für die Warriors. Es geht um das Play-In. Und wir wollen uns einmal kurz den Boxscore angucken, ohne dass wir jetzt gespoilert werden. Shit, schaffe ich das? Ja, warte, ich habe hier nur das Ergebnis. Okay, ich glaube, ich habe es geschafft. Ja. Ich bin auch so, I don't know. Manchmal hinterfrage ich mich auch, Leute. Okay, also, Steph hatte nur 17 Punkte, krass. 10 Assists, aber 4 Rebounds, 2 Turnover. Hat überhaupt nicht gut geworfen. Wiggins 23 Punkte, Thompson 15, also Clay. Und von der Bank haben sie eine Menge bekommen, von Moody und von Payton. Und von Jackson Davis müsste auch ein bisschen was gekommen sein. Ja, 14 Rebounds, 5 davon offensiv. Insgesamt Rebound-Duell wahrscheinlich gewonnen. 52, 12 offensiv. Die Warriors, ja, das Rebound-Duell haben sie krass gewonnen. Cole Anthony war 26 Punkte von der Bank, das haben wir auf jeden Fall gemerkt. Franz und Bankero beide nicht so stark, nur 14 und 15 Punkte jeweils. Beide aber Rebounds, Bankero auch noch einiges an Assists gespielt. Aber ja, man, diese 11 Punkte, die haben sie einfach gekillt, diese 11 Punkte im ersten Viertel. Okay, krass. Freunde, das war ein wildes Game zum Reinkommen. Und jetzt schauen wir ein bisschen bei Jalen Green rein. Wir müssen nur aufpassen, dass wir in der Crunch-Time nichts verpassen. Also die letzten 2 Minuten wollen wir auf jeden Fall hier die Crunch-Time gucken. Aber davor gucken wir ein bisschen Jalen Highlights. Weil der Junge spielt gerade auf einem ganz anderen Niveau. Startet hier mit einem Euro-Step, hatte 37 Punkte. Er ist einfach so shifty und schnell und explosiv. Also wenn er im Open Court ist, ist es absurd. Und dann trifft er auch noch den Dreier gerade so extrem gut. Er rasiert wirklich. Schau, wie schnell er jetzt wieder ist. Nee, er geht viel für den Dreier. Boah, und er splasht ihn wieder. Ah, ohne Shea ist das Spiel, sehe ich gerade. Shea sitzt auf der Bank. Okay, 52-52, drittes Viertel. Oh oh. Boah. Ich mache mir immer so Sorgen, wenn die hier in die Kamera, Leute, fliegen, weil da kannst du dich so krass verletzen. Aber sein Dreier ist smooth. Oh oh. Digga. Sein 5. oder 6. Dreier?
Stell dir vor, jetzt Pull-Up-Dreier statt Fastbreak. Was hat der für eine Spannweite? Guck mal, wo der den Rebound geholt hat. Crazy. Nein! Ey, der ist doch nicht mehr normal. Was ist mit seinem Dreier heute los? Ende drittes Viertel. Oh oh, Bucket. Okay. Das ist crazy. Okay, ich will nicht gespoilert werden. Sollte er jetzt einen mega krassen Dank irgendwie noch haben, so in diesen 4 Minuten Overlap, die wir jetzt haben, dann werden wir das gleich in der Top 10 sehen. Deswegen macht euch keine Sorgen. Aber ich will auf jeden Fall mir diese Crunch-Time hier angucken. 107 zu 104. Danach haben wir noch Lakers, danach haben wir noch Denver Suns. Also wir haben noch eine Menge Freunde. Wir werden hier auch ein bisschen skippen immer, weil 9 Minuten Video mache ich jetzt nicht. Aber wir gucken uns das hier mal an. Es ist noch 1 Minute 50. Wahrscheinlich gibt es eine Overtime, oder? Schöner Move von Jalen. So, dann sind wir in der Rockets Possession. Oh, Airball. Airball von Dylan. Hier ist Thompson. Oh, shit. Okay. Der hat dicke Eier gerade. 109-106. Genau, One Possession Game. Thunder haben natürlich ein bisschen Zeit jetzt auf der Uhr. Hier ist Giddy. Sie haben keinen Shay. Der Ball muss zu Jalen. Ist er auch. Die beiden Jalens. Der eine, also Jalen Williams auf der einen Seite, Jalen Green auf der anderen Seite. Alter, Dylan Brooks verliert fast den Ball. Wow. Komisch, dass das kein Foul war. Okay, 108, 109. Jalen Williams gegen Jalen Green. Blockt. War das Thompson? Ja, ne? Thompson war das mit dem Block. So ein guter Defender, Mann. Oder wer blockt ihn da? Nee, es ist Brooks. Hab gehört, der ist auch ganz gut in der Defense. Oh, sie kriegen den Ball kaum rein. Williams, Kenridge. Nee, niemals. Okay. Oh, oh. So, jetzt aber Jalen. Jalen Green. Ey, Jabari macht immer mehr einen Case dafür, dass er der Starting Center werden muss. Das stimmt natürlich nicht, weil Şengün wird zurückkommen und dann spielen sie anders. Aber der Typ, was der als Smallball Fünfer gerade macht in diesem Stretch ohne Şengün, ist schon krass. 16 Sekunden noch. Was macht Jalen? Jalen gegen Jalen. Oh, und er legt ihn daneben. Er legt ihn daneben. Aber wir haben noch so viel Zeit in diesem Video. Also ich gehe davon aus, dass das hier in Overtime geht. Aber wie, frage ich mich. Und sie faulen. Ah, sie faulen Thompson. Ich glaube, Thompson schießt nicht gut von der Freiwurflinie. Ja, nur 66%. Der kann nicht schießen. Okay, er macht einen. Boah, dann müssen die Thunder ja jetzt für einen Dreier gehen. Über wen gehen sie? Sie finden Jay. Ja, und sie faulen, das ist schlau. Tough! Tough! Aber was? Das ist doch die. Also, was macht Jabari hier, frage ich mich. Guck mal, Jabari. Nee, Jabari signalisiert sogar, ey, nimm du ihn. Warte mal, wo sind wir hier? Doch. Jabari, das ist die Frage jetzt. Was signalisiert er? Weil eigentlich haben die beiden das geswitcht. An sich ist das jetzt hier in diesem Moment geswitcht. Und jetzt signalisiert Jabari wiederum an Thompson so, ey, geh du dahin, geh du auf Jalen. Aber er wird ja gepinnt vom anderen Jalen Williams. Alle es sind zu viele Jalens in der NBA, ohne Scheiß. Aber hier, das hier ist ja von Jalen gepinnt gegen Amen oder Ozar. Nee, Amen, glaube ich. Und dadurch ist dieser Jalen Williams hier komplett frei. Ich weiß nicht, ob mir das defensive Scheme hier gefällt. Vor allem, fuck Ade hier dann, dass du die Arme nach oben wirfst. So, das war dein Mann.
Okay, 4,7 Sekunden, 112, 112. Wieso wirft Green ein? Ah, fürs Handoff. Okay, hier ist Green. Oh oh. Das war crazy. Das war legitimately crazy. Die Refs haben gesagt, nee, wir entscheiden das einfach nicht. Einfach no call. Der Ball rollt raus. Tough. Tough. Okay, wir gehen in die OT. So, was machen die Rockets daraus? Erstmal mit dem Dylan Brooks Dreier anfangen. Kann man machen. So, Thunder turnen den Ball over. Rockets sind wieder in Ballbesitz. Back-to-back Dylan Brooks Dreier. Digga, du kannst ihn nicht so freilassen. Direkt ein Two-Possession-Game. Hier ist Jalen. Oh. Oh oh. Ich hab's nicht gesehen, wer ihn raus hat. Scheinbar die Thunder haben den Ball. Aber es tut natürlich weh ohne Shay. Wow. Mhm. Das ist ein wildes Game. Ime weiß gar nicht, was er machen soll. Oh oh. Ey, was ein energiegeladenes Game, Mann. Hier ist wieder Brooks. Sag mir nicht, Dylan Brooks macht hier alle Overtime-Punkte. No, mein Boy Lou Dort ist da. Oh, was ein Scramble hier um den Ball. Hier ist Giddy. Und er legt ihn rein. Okay, 118, 114. Immer noch ein Two-Possession-Game. 4 Punkte Unterschied. Was ist das bitte für ein Spiel, Mann? So, hier ist Freddy Van Vliet. Hier ist Brooks. Handoff, fasst der Ball weg. Hier ist Freddy. Jabari hat vorhin schon getroffen, trifft wieder. Krank. Ja, der Junge rasiert gerade alles. Und diese Rockets sind nice. Übrigens sieht man hier auch wirklich schön, was so ein OKC-Team ohne Shai Gilgeous-Alexander ist, nämlich nicht viel. No disrespect gegen die ganzen Jungs, aber ihr wisst selber, die wären niemals an der 1 oder an der 2, wenn Shai nicht da wäre. Die wären wahrscheinlich ein Team, was gerade... Die wären wahrscheinlich auf dem gleichen Platz wie die Rockets, low-key. Okay, plus 5. Genau, du hast Zeit, wenn du die Rockets bist. Er will Giddy als Verteidiger. Guter Swing, guter Swing. Ah. Und jetzt ist Jabari da. Oh, Block voll. Ey, was ist das für ein Spiel, Mann? Was ist das für ein Spiel? Hat er gerade Giddy gegen Jabari geblockt? Richtig aggressive Defense. Jalen Williams verliert fast den Ball. Legt ihn irgendwie rein. The fuck? Er hatte nicht mal Sicht zum Korb. Er war überhaupt nicht im richtigen Winkel und legt ihn einfach so irgendwie rein. Was ist das für ein Spiel? Das ist ein crazy-ass Game, Leute. Und das ist ein 3-Punkte-Game mittlerweile. Das heißt One Possession. Thunder jetzt einen Stop, dann können sie es auch gewinnen. Aber sie müssen jemanden stoppen. Sie stoppen! Der wäre wahrscheinlich so oder so reingefallen. Die europäischen oder internationalen Regeln sind, du darfst den Ball da oben wegschlagen. In der NBA darfst du das nicht. Wenn der Ball oben am... Ja, oh, wäre der rein oder raus? Oh, nein. Wäre der rein oder raus? Was sagt ihr? Oh, ist das knapp. Ich will fast sagen, der hatte minimal Momentum, dass er runterfällt. Ich glaube, er wäre nicht reingegangen. Aber ich kann mich auch täuschen. Das war auf jeden Fall eine sehr wilde Aktion und unnötige Aktion von Giddy. Oh nein, darfst du nicht in der NBA. Genau, in Europa darfst du es. Wissen die Kommentatoren, dass Giddy nicht aus Europa kommt, though? 123, 120, okay, weiterhin 3-Punkte-Game. Du brauchst nur einen Stop. Wenn du OKC bist, du brauchst nur einen Stop.
Sie versuchen immer wieder das Mismatch gegen Giddy zu finden, kriegen es aber gar nicht. Step-Back-Dreier. Oh mein Gott. Oh mein Gott, spielt der Junge gut aktuell. Was ist mit dem? Alter. Das ist ridiculous. Shit. Wie klatsch kann man sein, ey? Oh oh. Was haben wir uns hier für ein Game ausgesucht, Leute? Was ist das für ein Back and Forth? Das ist lächerlich. Wieder ein Three-Point-Game. Okay, sie braucht einen Stop. Sie versuchen wieder das Mismatch auf Giddy. Sie bekommen es! Ist dieser Junge nasty, Alter? Ist dieser Junge nasty gerade? Der zerreißt ja alles, Mann. Der zerstört alles, der Junge. God damn it. Auf was für einem Level ist der gerade, Mann? Holy shit. Holy shit. Ah, ah. Wie ist das ein Foul an... Ey, ich komme gar nicht mehr klar. Ich wollte sagen, wollt ihr mal foulen? Okay, warte mal. 27 Sekunden noch. 27 Sekunden noch. 128, 124. Du musst eigentlich foulen. Oh Gott, und ich sehe hier schon, die haben gerade den krassesten Defense-Blender. Oh mein Gott. Was ist mit euch? Was ist mit euch, Thunder Defense? Ihr kassiert hier. Wie konnte das passieren? So, wir achten hier auf Amen, ja? Das ist sein Coverage. Das ist seine Coverage. Er ist komplett am Pennen. Junge. Ja gut, und damit ist es over. Okay, Jalen macht den nochmal. 4 Punkte. Du kannst. Ja, okay, du hast schon noch Zeit. Du kannst auch foulen. Oh, sie haben fast den Steal. Sie haben fast den Steal. Gute Defense, gute Defense. Und jetzt pfeifen sie ihn Foul. Was ein Game. Okay, Freddy macht den ersten. Damit ist 5-Point-Game. 6-Point-Game. Ja, was wollen sie jetzt noch machen? Vielleicht noch einen Dreier? Ja, genau. Foult nicht. Nope. Okay, das war's. Was war das denn für ein Game, bitte, Leute? Ey, das hat mich komplett auseinandergenommen. Und wir haben ein Rockets W und wir haben ein Warriors W. Ey, ich merke gerade, ich muss legit wahrscheinlich heute die KBJ-Show einfach auf 2 splitten, weil ich habe gleich Podcast-Recording. Ich hätte niemals gedacht, dass wir so viel Zeit mit diesen beiden Games verbringen. Komm, wir machen noch... ich muss mich erstmal kurz erholen, Alter. Crazy. Was war das für ein Game? Ey, wir machen gleich Lakers und Rui und wir haben noch Denver gegen die Suns und wir haben noch all types of shit, Leute. Aber ich muss hier legit einen Cut machen und später die Aufnahme fortsetzen. Das gab's, glaube ich, noch nie in der KBJ-Show, aber ich schaff sonst meine ganzen Recordings nicht, die heute anstehen. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, Freunde, wir sind zurück. Mittlerweile Podcast aufgenommen, Undrafted aufgenommen und jetzt können wir zurück hier in die KBJ-Show und uns den Highlights widmen. Wir haben die Lakers, wir haben LeBron und Rui Hachimura. LeBron mit einem Triple-Double. Hachimura goes off in Memphis. Der Court in Memphis ist nice. Das erinnert mich sehr an Brooklyn. Die hatten auch teilweise immer mal diesen Court. Ich finde ihn eigentlich ganz geil. Müsst ihr mir mal sagen, wie ihr ihn findet. Aber ich finde ihn eigentlich ganz cool hier auf den ersten Blick. Aber ich glaube, sowas ist auch immer voll subjektiv. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es so tagesformabhängig sogar bei mir ist, dass an einem Tag gefällt mir der Court voll und am nächsten Tag sage ich, ey, ist eigentlich kacke. Oh, hier ist LeBron. Schau mal, mit was für einem Speed er hier wirklich attackiert. Das ist ja krass, Mann. Schau mal. Er hat wirklich Speed drauf. Für 39 schon insane. Der ist da sogar, glaube ich, kurz umgeknickt. Kann das sein? Achte mal auf den linken Fuß.
Ah ne, ist nicht umgeknickt, aber so kurz weggerutscht ein bisschen. Ich wollte sagen, Desmond Bain. Ich habe so lange keine Grizzlies geguckt, ey. Für mich sind die Grizzlies dieses Jahr einfach ein komplettes G-League-Team. Aber ich wusste gar nicht, dass Desmond wieder spielt. Okay, es sind easy Buckets bisher, nichts Besonderes, ehrlich gesagt. Hier ist LeBron. Ja, LeBron trifft den Dreier dieses Jahr krass. Also mit der höchste Wert seiner Karriere bei einem sehr, sehr hohen Volumen. Also LeBron sehr, sehr am Snipern. Was ihm natürlich richtig gut tut für den weiteren Verlauf seiner Karriere. Schau, wie er durchzieht. Schau, wie er durchzieht einfach. Er ist genauso schnell wie die Der Typ ist doch ein Demigod, Mann. Das macht doch keinen Sinn mehr. Wie kann man so fucking schnell und athletisch sein mit 39? Schau mal, wie er durchzieht. Und wie er jetzt hochgeht. Junge. Ist das insane. Er ist so ein Freak of Nature, Mann. Ey, jetzt mal ohne Scheiß. War Austin Reeves geboren, als LeBron angefangen hat, in der NBA zu spielen? Ich weiß nicht, was Reeves für ein Jahrgang ist. Ich guck mal schnell nach. Was ist Austin Reeves für ein Jahrgang? Der ist Jahrgang... Wo steht das? Damn, wo steht denn sein Geburtsdatum? 98. Okay, das heißt, er war 5 Jahre alt, als LeBron sein erstes NBA-Spiel gemacht hat. 5 Jahre alt. Und jetzt legt er ihm hier Alleys auf und LeBron stopft die immer noch. Das hat's noch nie gegeben in der Geschichte der NBA, wirklich nicht. Sowas hat's noch nie gegeben. Also Longevity ist auf jeden Fall der GOAT. Er wirkt richtig energized. Also er wirkt total frisch irgendwie, energiegeladen. Findet Rui. Rui attackiert, geht inner da mal rein, macht den Bucket easy. Sie doppeln fast. Ah, schöner Cut. Ja, geil. LeBron hat da richtig lange gewartet, ob jemand cuttet und am Ende ist Rui noch in die Zone. Aber ich sehe gerade den Score. 52-59. Und verstehe nicht wirklich, warum die Lakers hier nicht größer führen. Vielleicht kommt es noch. Hier ist LeBron gegen Gigi Jackson. Ist Gigi der jüngste Spieler der Liga? Ich glaube schon. Gegen LeBron den ältesten Spieler der Liga. Geiler Pass. Ja. Ja, eine Menge Dunks für die Lakers. Das stimmt. Oh, too easy. Oh Gott, oh Gott. Ey, er spielt einfach nur mit seinem Essen gerade. LeBron hat manchmal diese Spiele, wo er einfach nur mit den Leuten so ein bisschen... Ich kann die Worte nicht sagen, aber ihr wisst, was ich meine. Wo er mit den Leuten so ein bisschen äfft. Wieder gegen Gigi. Puh! Kobe-like. Ja, also nochmal ältester gegen jüngster Spieler der Liga. Und Rui hat mit diesem ganzen Narrativ gar nichts zu tun, aber macht seine Buckets. Drittes Viertel jetzt. Und es geht weiter für Rui. Scottie Pippen Jr. ist auf dem Feld. Hat der vorhin den Alley kassiert? Weil ich habe irgendwas gelesen, dass LeBron über ihn gestopft hat. War er das vorhin in der Defense wahrscheinlich, ne? Außer es kommt jetzt noch ein wilder Dunk von LeBron über ihn. Aber ich habe gelesen, LeBron hätte über Scottie... Oh, geiler Pass auf Taurean Finney, Prince. Mal gucken, ob LeBron noch einen krassen Dunk hat. Aber ich glaube, der war vorhin schon. Was geht denn mit Rui in dem Spiel ab? Als ob der so viele Dreier trifft. Ja, er muss selber lachen. Oh, oh. Geiler Stil von LeBron. Oh, oh. Goaltending. Aber krass auch, wie er hier in den Passweg reinspringt. So, guck mal hier. Guck, wie er in den Passweg reinspringt. Er hat es jetzt schon gerochen. So, okay, das Play passiert. Oh, Digga. Früher hätte er den easy gestopft. Jetzt ist ein Goaltending. Und jetzt führen die Lakers auch, naja, mit 7.
Aber wenn du dich auf eins in dem Spiel verlassen kannst, ist das Rui Buckets Drop von der Dreierlinie. 10 Punkte Game. Wie viele sind das jetzt? 6, 7 Dreier für Rui, oder? So, jetzt vielleicht nochmal LeBron, aber das wird kein Dunk. Ja. Also sein Speed in dem Spiel ist unfassbar, wirklich. Alright, das waren die Highlights. Da müssen wir jetzt auch nicht groß in den Boxscore gehen, glaube ich. Mich würde nur interessieren, wie viel hat Rui getroffen von der Dreierlinie? 7, ja, haben wir doch richtig getippt. Also hier unten steht's. 7 erfolgreiche Dreier und LeBron hat den Triple-Double mit 23, 14 und 12. D'Lo hat auch nochmal 23, 5 Dreier getroffen. Okay, die haben also sehr, sehr gut von der Dreierlinie geschossen. Dann, Freunde, wollen wir in dieses Game hier gehen. Da freue ich mich extrem darauf. Suns gegen Nuggets. Ich habe sogar geschafft, spoilerfrei hier reinzugehen, was echt viel gekostet hat so und viel Anstrengung. Aber ich habe es geschafft, spoilerfrei. Ich habe keine Ahnung, wie das ausgeht. Wir gehen in die zweite Halbzeit und schauen mal, was das hier für ein Game am Ende für uns wird. Also wir skippen hier vor. Ja, perfekt auch ungefähr getroffen. Okay, und ich bin sehr, 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 sehr gespannt, weil die Suns brauchen Ws. Die Nuggets nicht wirklich. Die Nuggets sind safe da oben, aber die Suns brauchen Ws, wenn sie das Play-In verhindern wollen. Und wir haben Phoenix mit einer 5-Punkte-Führung. Mal gucken, wie lange sie die halten. Hier ist KD. Ja, too easy, of course. Oh, jetzt doppeln sie. Guter Steal. Und dann ist ein Alley bestimmt auf Aaron. Ja, natürlich. Ich sehe Bradley Beal. Ich habe noch keinen Devin. Starker Dank von Eubanks. Da ist Booker. Also Phoenix in Vollbesetzung. Nur Nurkic halt nicht. Oh shit, plus 15 für Phoenix. Ey, mal gucken. Aber das Spiel ist in Denver und ich sag ja immer, Teams tun sich schwer in Denver, Auswärtsteams. Also mal gucken. Oder ist es in Phoenix? Nee, oder? Der Boden des Nuggets, ja. Wir haben heute den ganzen Tag schon gelernt, Führungen sind nie safe. Und schon gar nicht, wenn du gegen so Superstars wie den Joker spielst. Deswegen, ich mache mir hier eigentlich keine Sorgen, dass Denver auch nochmal rankommen kann. Oh, schöner Euro. Oh, das sah aus wie ein Travel. Aber wahrscheinlich war der KD dran. So, 6-Point-Game. Mal gucken, was er hier gegen Eubanks macht. Schöner Spin. Oh, Eubanks floppt. Oh, und die machen einen And-One. Geil. Ja, siehst du, und schon ist ein 3-Point-Game und wir sind komplett drin. Damn. Das ist echt spannend, weil nochmal, es geht für Phoenix, finde ich, um viel mehr als für die Nuggets. Die Nuggets, ob sie jetzt 1 oder 2 sind, ist, glaube ich, denen egal. Sie müssen so oder so ein Play-In-Team spielen, aber die Suns versuchen, das Play-In zu vermeiden. Die wollen da nicht drin sein. Gut Pass. Oh! Wir gehen ins vierte Viertel und die Suns führen mit 12. Aber ich traue der Führung nicht. Es ist nichts gegen die Suns. Ich traue allgemein keinem Team mit einer Führung gegen Denver. Weil Denver einfach zu stark ist. Und vor allem zu Hause. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Suns treffen hier auch wilde Dinger. Plus 13. Das könnte... Oh, oh, oh! Beinarbeit. Oh oh, AG packt die Handles aus und kommt sogar noch zum Korb. Oh, das könnte auch offensives Geld. Heute haben wir viel so offensive Goaltending und defensive Goaltending Calls. Das ist auch nicht erlaubt eigentlich in der NBA. Verstehe nicht, wieso er da ran durfte. Egal. Damn. 15 Dreier jetzt für die Suns. Mit dem Grayson Allen Dreier gerade. Nee. Watson. Boah, ich glaube langsam, dass die Suns das Ding hier holen. Und also mal ein bisschen die Nuggets hier ein bisschen tadeln.
what the fuck ist diese Dreier-Defense? Also wenn gerade die Suns, die ja so effizient sind von der Dreierlinie, gerade die, denen musst du doch auf den Füßen stehen, vor allem wenn sie so ein Spiel gegen dich haben, wo sie alles treffen, ja, dann musst du das anfangen, besser zu verteidigen. Also die können ja nicht dauernd hier denen den freien Dreier geben. Mismatch seinem Vater da unterm Korb gegen Royce O'Neal, ja, Bucket. Ich weiß es nicht, ich sehe es irgendwie nicht, weil ich sehe nicht, dass die Nuggets hier groß was in der Defense machen. Oh, das ist godlike von KD. 15 Punkte, nee, ich sag, die Suns holen das. Schöner Backdoor-Cut. Aber es sind immer wieder Suns-Highlights, die kriegen die nicht. Ja, und wie gesagt, die treffen auch wilde Würfe, die Suns. Uff, die Nuggets aber auch. 11 Punkte, nee, das Ding ist over. Außer jetzt kommt hier die mega Aufholjagd, aber ich sag, das Ding ist... Es ist vielleicht nicht der W, aber es ist auf jeden Fall der Highlight-Dunk des Abends bisher. The fuck? Uff. Nasty. Aber das Ding ist durch. Das Ding ist durch. Die machen jetzt keine 9 Punkte. Schau, wie er gar keinen Bock hat auf den Layup. Wie er keinen Bock hatte auf den Layup. Immer noch 9 Punkte. Nee, da musst du jetzt 3 Dreier treffen. Du bist nicht T-Mac. Warum geht der Ball überhaupt auf Reggie Jackson? Wo ist überhaupt Jamal? Ugh. Das ist viel zu viel Zeit, was von der Uhr geht. Nee. Leute. Shoutout an die Suns, ey. Ein W. Puh. Wir gehen gleich noch in die Tabelle, aber ein W gegen die Nuggets on the road? Das ist definitiv respektabel. Ja, komm, fuck it. Wir gehen schnell in den Boxscore, weil das mich schon interessiert. Ist mir jetzt egal, ob ich mich hier spoiler vielleicht für das Sixers-Game. Ich will mich nicht spoilern. Wo ist das Nuggets-Game? Wo ist das Nuggets-Game? Hier, ich habe es geschafft ohne Spoiler. Ich habe das Sixers-Game nicht gesehen. Geil. Okay, also wir haben KD mit 30 Punkten. Krass, Booker hatte gar nicht so ein starkes Spiel. Beal auch überhaupt nicht. Was macht Beal überhaupt in dieser Saison? Beal macht nicht viel, oder? Ja, 17 Punkte, 4 Rebounds, 5 Assists. Er ist auch die dritte Option, aber still. Okay, von der Bank haben sie eine Menge bekommen. Ey, Bo Ball hat immerhin Minuten gespielt, hat 8 Punkte in 12 Minuten gemacht. Shoutout Bo Ball. Ja, die haben krass den Dreier getroffen. Ja, 16 von 33, das ist natürlich krass. 51 Rebounds, auch sehr, sehr stark, aber 16 Turnover. Und die Nuggets, damn! Die Nuggets haben nichts getroffen von der Dreierlinie. 10 von 40. Also, um jetzt mal hier einen alten Joke zu recyceln, 10 von 40 gebe ich dir auch. Oder? 10 von 40 gebe ich dir auch. Ohne Scheiß. Was ist das denn für eine Dreierquote, Nuggets? Okay. Joker hatte 22 und 10. 9 Rebounds auch noch. 2 Steals. Ja, wie gesagt, kein Jamal Murray, dafür Jackson gestartet. Ja, der war natürlich nicht so stark im Scoring. AG und Porter Jr. haben ihr Bestes gegeben, aber er hat nicht gereicht. Shoutout an die Suns, wirklich. Big time win on the road, würde ich sagen. Muss man schon respektieren. Okay, wir gehen schnell in diese Crunch Time, aber ich sage euch jetzt schon, dass mir das viel zu lang ist. Wir skippen mal ein bisschen nach vorne. Oder wir skippen auf jeden Fall so ein bisschen durch das Clippers gegen Philly. Ah, jetzt habe ich direkt was verpasst. Okay, wir fangen an mit einem Paul George Dreier. Sie sind down mit 7 Punkten. Jetzt sind es nur noch 4 Punkte. Okay, hier kommen die Sixers mit Maxi, MIP-Kandidat. Nick Batum kann den Ball nicht fangen, wirft ihn trotzdem. Das ist ein ganz schwerer Wurf, weil PG war da schon da. Fürs Closeout, hier ist Harden. Minus 4 Punkte. Man hört ein bisschen die Boos. Das ist zwar leise, aber man hört ein bisschen die Boos gegen Harden. Ist auch verständlich von der Sixers Crowd und er wird ans Brett geblockt von Nick Batum. Hier ist Maxi, den kann natürlich keiner halten. Oh, und sie bailen ihn out mit einem Foul. Das war aber kein. Also, das war ein sehr später Call. Hier ist Embiid mit Cornrows. Habe ich das richtig gesehen? Ja, da.
Also Embiid soll zurückkommen für alle Sixers-Fans da draußen. Richtig, richtig viel Hoffnung. Embiid soll zurückkommen zu den Playoffs. Das wäre insane, weil das bedeuten würde, dass die Sixers in der ersten Runde wahrscheinlich gegen die Celtics vielleicht sogar spielen, wenn es das Play-In ist. Okay, weiter geht's. So, Clippers sind immer noch down mit 5. Ich weiß legit nicht, wer es gewinnt. Kawhi mit dem Bucket. So, ich skippe das am Anfang so ein bisschen in den Possessions einfach. Oh oh. Oh oh. Ah, stimmt, die haben jetzt Buddy Yield. Das habe ich, glaube ich, auch schon 8-mal gesagt hier. Oh, gut, Hustle von Buddy. Ah, Kelly. Okay. Okay. Das ist ein wildes Game. 5-Punkte-Game. 3 Minuten 30 noch. Gute Defense von Batum gegen PG. Oh, er pressured ihn richtig an. Das ist ein Foul. Das war klar, dass er ihn da so ein bisschen reinlockt. Guter Bucket von Paul. Die lassen sich immer so viel Zeit beim Ballvortrag, deswegen skippe ich das so ein bisschen. Das ist eh schon viel länger, als ich heute dachte, dass die KBJ-Show wird. Hier ist wieder Buddy Yield, da musst du mehr drauf, Kawhi. Kawhi natürlich auch kein Defensive Player. Spaß. Ich freue mich schon auf den 1. April, Mann. Vielleicht mache ich da eine KBJ-Show und habe da nur solche Takes. Ja, Kawhi Leonard kannst du vergessen in der Defense. Bucket. Two-Point-Game, jetzt 2 Minuten 30 noch. Okay, was machen die Sixers? Oh, Steal von Harden. Batum verliert den Ball, Steal von Harden. Okay, PG. Er will das Batum-Matchup, er kriegt es und er drückt ihm den Dreier, aber er trifft ihn nicht. Okay, Maxi trabt den Ball nach vorne. Oh, schau, wie schnell er ist, aber es geht auf Oubre. Der steht aber gegen Kawhi, da hat er gar keinen Bock drauf. Buddy denkt sich, gegen James Harden kann ich. Nee, wieder Batum. Oh, Alter, Batum auch nasty dieses Jahr. Und Norman Powell, der Goat der 90er, könnt ihr euch alle bedanken, Clippers-Fans, dass ihr den behalten habt. Er und Terrence Mann, aber hauptsächlich Norman Powell. 1,30 noch, 104, 101. Oh oh, oh oh. Oh. Wow. Komm schon, Mann. Ich weiß echt nicht, wer es macht. 1 Minute 20 noch, wir skippen jetzt nicht mehr. Das war ein ugly ass Layup von PG. Norman Paul spielt gute Deny-Defense da oben gegen Maxi. Denied ihm den Ball, macht er gut. Mal gucken, ob der Ball. Schau mal, wie gut Norman Paul das macht. Norman Paul macht das richtig gut. Und sie nehmen Timeout. Stark. Das war gute Defense. Okay, jetzt hat Maxi aber den Ball und er verliert ihn. Er verliert den Ball. Er verliert den Ball. Ich weiß nicht, ob es ein schlechter Pass war. Ich glaube, er stolpert einfach. Ja, er stolpert. Oh nein, er stolpert. Kelly versucht, den noch zu blocken, aber es ist ein Foul. Boah, der Dunk hätte alles zerrissen, ey. Ja, bitte für Maxi. So, er macht den ersten. Oh, der zweite ist daneben von Coffey. 104-102, wieder super Deny-Defense. Ey, können wir darüber reden? Können wir einfach mal ganz kurz appreciaten, dass so jemand wie Norman Powell, den kein Schwein kennt, abgesehen von uns NBA-Nerds, dass der hier so ein Spiel teilweise mitentscheidet, indem er einfach des Todes Deny-Defense gegen Maxi spielt. Die wollen den Ball auf Maxi, er verteidigt es einfach. Er macht es einfach zu und schau, dadurch haben sie fast wieder einen Turnover. Das ist so gute Defense von ihm hier und keiner redet darüber. Sie challengen das. Und es ist sogar ein Turnover. Also, ey, alle mal Applaus und Shoutout für Norman Powell. Das ist genau der Shit, über den ich rede. Also, sie gehen viel über PG, wenig über Kawhi, ne? Oh, gut, Pass. Ah, Coffee, da musst du hoch. Jetzt Kawhi.
das ist ein insane geiles Spiel. Gott sei Dank haben wir das gemacht. Ich war kurz davor, das zu scratchen und dann dachte mir so, ja komm, scheiß drauf. Sixers sind eh nicht so gut dieses Jahr. Aber goddammit lohnt sich das. Warte mal, das war schon Kawhi, oder? Oder war, das war doch nicht Harden. Nee, natürlich war das Kawhi, okay. Ja, perfekter Cut von Kawhi. Weiß, ja, stark. Extrem stark. Okay, der Fun Guy an der Freiwurflinie. Hatte heute nur 2, hat einen verworfen, nur 13 Punkte heute. Aber ich sag, der macht den. Ich sag, der macht den, als ob er den liegen lässt. No way. Ja, okay. Clippers mit einem vorne, 105-104. Wieder gute Defense gegen Maxi, aber es ist nicht ganz, es ist nicht ganz die Norman Powell Deny Defense. So, jetzt wird aber auf Norman Powell geswitcht. Okay, er will scheinbar das Matchup. Sie doppeln ihn, er muss ihn abgeben. Hier ist Yield. Der kann nichts aus dem Dribbling kreieren, also muss der Ball wieder zu Maxi. Der geht gegen zwei. Batum hat gar keinen Bock in der Corner. Und dann ist es. Oh! Junge, was ist das für ein Spiel? Was ist das für ein Game, Leute? Ey, wir haben so geile Spiele zurzeit in der Liga, wirklich. Der war nasty. Oh! Embiid zusammen mit Buddy wird auch crazy. Okay, 105, 107. Ich mach mich bereit. Wohin geht der Ball? Wohin geht der Ball? Krieg erstmal den Ball rein. Okay, er ist bei Kawhi. Pass auf Coffee. Wieder Kawhi. Ah, ganze Zone ist frei. Ganze Zone ist frei. Lächerlich. Lächerlich. Wieso ist diese ganze Zone frei, Leute? Irgendeine Art von... Ja, okay, I guess, weil Batum schon der Fünfer ist. Alle anderen sind so stretched out. Du kannst gar keine... Ja, doch, es ist Tobias Helpside. Tobias könnte ruhig ein bisschen absinken. Du bist der zweite Mann hier. Du musst hier stehen. Das, jeder weiß, das ist in Defense Rotation. Du musst hier stehen. Brutal von Kawhi. Brutal, brutal, brutal. Pump Fake. Ball perfekt abgeschirmt. Kelly kommt nicht mehr ran, kann nur noch faulen. Das ist überragend. Yo. Mit der linken Hand auch noch. Stark. Okay, 107, 107. Freiwurf sitzt, 108, 107. Jetzt bin ich gespannt, Mann. Jetzt bin ich gespannt. No way. No way, dass die Sixers das jetzt hier gewinnen. Die Clips müssen das gewinnen. Come on. Die Clips müssen das gewinnen. Oh, er verliert wieder den Ball. Er ist gestolpert und sie pfeifen faul. Es sah low-key aus, wie, als wäre er einfach gestolpert, aber sie haben voll gepfiffen. Okay, Challenge is unsuccessful. Nick Nurse packt es überhaupt nicht. Sagt, da war ein Foul. Warte mal, geht Maxi jetzt an die Linie? Nee, es ist einfach nur ein Foul, okay. Ball ist bei Kelly Oubre. Kelly macht das Ding alleine, oder wird geblockt, safe. Ja, ja, das war mir klar. Also es gibt so Matchups, du ziehst nicht gegen Kawhi. Du ziehst vielleicht gegen Kawhi, wenn du Giannis bist, wenn du die Größe hast, um über ihn zu finishen. Du ziehst nicht als Kelly Oubre gegen Kawhi. Das ist klar, dass der dich ans Brett blockt. Und dann ist es ein Jump Ball, weil das ein Wedgie war. Oh, der Ball ist bei den Sixers. Er ist wieder bei Kelly. Tobias wäre komplett frei. Und es ist wieder der Game-Saving-Block. Wow. Keine Whistle. Sind wir damit cool? Also viel Scramble. Erstmal gib den Ball zu fucking Tobias Harris. Der ist komplett frei in der Corner. Gib ihm den Ball. Ja, okay, eine Sekunde ist schwer, aber gib ihm den Ball. Nee, das war kein Foul. Ich sage, es war kein Foul. Sorry, Sixers-Fans. Und ein geiler Game-Saving-Block von Kawhi. Boah, was ein Game. Okay, das hat sich aber crazy gelohnt, Leute. Wir schauen auch hier ganz kurz Boxscore. PG und Kawhi, 22 und 17. Wer war denn krass bei denen? Gar niemand. Einfach Teamleistung des Todes. 7 Leute in Double Digits. Westbrook von der Bank nicht so stark diesmal. Dreierquote gut. Okay, bei Philly. Maxi mit 26. Alle anderen geht so. 17 von Buddy Hield von der Bank ist natürlich stark. 51 Rebounds ist sehr stark. Mo Bamba hat ein Double-Double. Shout out Mo Bamba. Er hat die Hoes. ja, 12 und 11. Das ist tough. Okay. Holy shit.
Yes, Freunde. Also, das ist bisher eine sehr, sehr lange KBJ-Show. Ich guck mal kurz auf dem NBA-Kanal, ob noch irgendwas hochgeladen wurde, ob wir jetzt irgendwas noch gucken sollten. Aber ich sehe hier ehrlich gesagt auch nichts mehr. Ich bin mal so frei und spar uns Nets Wizards. Beziehungsweise wir gucken ganz kurz ans Ende. Warte mal, ich will wissen, wie es in die Overtime ging. Dorian Finney. Also, was haben wir hier? Haben wir überhaupt Dennis auf dem Feld? Ja, Dennis ist da. Oh, Danny mit einem schönen Euro wird aber abgeräumt. Oh, Dennis hat die Overtime auf der Hand. Dennis kann es entscheiden, denke ich. Ich meine, wir wissen schon, was passiert, aber Dennis cleart hier alle out. Nimmt den Stepback-Dreier und er brickt ihn. Alright. Und dann haben wir eine Overtime und da skippen wir jetzt auf jeden Fall mal nach vorne. Letzten Sekunden. Brooklyn führt mit 2. Hier ist Jordan Poole gegen Dennis. Jordan Poole gegen Dennis und er hängt ihm das Foul an. Dennis hat auch riesen Hände, Alter. Will es aber gar nicht sehen, Dennis. Weiter 120, 118. Marvin Bagley, 18 Punkte. Stark für ihn. Hier ist Kuz. Kuz, oh, schöne Beinarbeit. Ah, und der ist in and out. Okay. Foulen sie jetzt schon? Oder warten sie noch? Du brauchst jetzt entweder einen schnellen Stop oder du brauchst... Du brauchst einen Foul. Also es, du willst sie nicht scoren lassen auf jeden Fall. Hier ist Cam Thomas. What the fuck? Da war kein Foul dabei? How is that not a foul? Stattdessen geht Washington an die Linie. Oh shit. Zweiter. Ah, der zweite sitzt nicht. Bro, da musst du mehr Klatsch sein. Okay, jetzt foulen sie Dennis wahrscheinlich. Jop, tun sie. Dennis an der Linie, erster drin. Dennis an der Linie, zweiter drin. Okay, ist immer noch ein One-Possession-Game. Du kannst immer noch ausgleichen, wenn du Washington bist. Ich sag mal, sie schaffen es nicht. Oh, Dennis hat ihn gefoult. Ah, oh, fuck. Dennis foult ihn beim Freimachen. Schau, wie er ihn am Arm zieht. Ja. Müsste eigentlich ein Foul sein. Haben sie nicht gepfiffen. Ja, das Ding ist durch. Freiwürfe. Oh, warte mal. Oh, er verwirft beide, the fuck? Oh mein Gott. Oh Gott. Puh. Schau Dennis. Okay, Shoutout an das eine Tanking-Team, dass es das andere Tanking-Team weggehauen hat. Dann können wir noch in die Top 10 gehen, Freunde, und dann sind wir auch für heute out. Was eine crazy KBJ-Show, ey. Wirklich. Oh, Goldman Tater, beste Leben. Okay, lass mal sehen. Oh, wir sind bei Raptors gegen Knicks, davon haben wir natürlich nichts gesehen. Yes! Mitchell Robinson is back in this bitch. Finally. Knicks müssen gesund werden, ey. Dann sind die so ein krasses Playoff-Team. Oh, oh. Oh. Alle reden immer nur über Wemby, aber Brandon Miller ist so legit. Brandon Miller ist so krass. KD? Oh, mit dem Block gegen MPJ. Ja, beim Follow-Through hat er ihm ins Gesicht geschlagen. Hier ist Steph. Ja, das haben wir vorhin gesehen. Leute. Es gab so viele Clutch-Games. Ich habe schon wieder die Hälfte von den Würfen gerade vergessen. Nummer 5. Ja, der war so nasty von GP, Alter. Oh. Wie oft sage ich euch das, dass diese Beinarbeit, das ist nicht mal besonders schwer. You just go, huh? Dann gehst du hier, dann gehst du wieder hier, dann gehst du wieder hier, dann gehst du wieder hier und dann meistens gehst du hier mit dem Step-Through durch. Das ist jedes Mal... Das funktioniert so oft, wenn dein Gegner dich vor einem eng verteidigt und du bist und der ist ein Jumper, der ist jemand, der unbedingt blocken will. Du machst einfach, du bekommst den Ball, du stoppst ab, du machst, dann machst du,
dann machst du, und dann gehst du hier, every time bucket. Every single time bucket. Und er hat zu meinem Move quasi gerade noch einen Stepback gemacht. Also er hat gemacht hier, hat dann den Step-Through angetäuscht und ist dann nochmal hier gegangen, um ihn zu werfen. Und das ist Masterclass. Das ist Masterclass Basketball. Nein, the fuck, Josh Giddey? Im vierten Viertel. Junge. Ja, der war crazy. Und das war Scottie Pippen Jr., der den gecatcht hat. Ja, Digga. Ja, der ist hart. The amount of dunks of Dunk of the Year candidates is too damn high. Was ist das? Ich komme nicht mehr klar, Leute. Ich komme nicht mehr klar. Es ist zu viel. Es ist wirklich zu viel. Die NBA ist einfach nur das Beste, was es auf der Welt gibt. Ohne Scheiß. Ey, ganz kurz, Mann. Tabelle. Wir schauen als erstes im Westen und wir wollen vor allem hier schauen. Warriors, Rockets, beide haben gestern Nacht gewonnen. Rockets jetzt 10-0 in den letzten 10 Spielen. Warriors 5-5 in den letzten 10 Spielen. Ey, das wird so knapp. Das wird so knapp zwischen diesen beiden Teams, wer das Play-In erreicht und wer nicht. Das ist richtig, richtig krass. Ich tippe auf die Warriors. Ich gehe im Moment mit den Warriors, weil ich auch glaube, dass sie den einfacheren Spielplan haben und ich glaube, sie kriegen das noch hin. Aber die Rockets sind so kurz davor, die rauszuhauen. Das ist so unfassbar. Lakers, Kings sind gerade im Play-In abgerutscht. Suns sind im Play-In. Mavs sind gerade raus. Pels sind raus. Waren sie aber schon die ganze Zeit, die Pels eigentlich. Und dann Clippers, Thunder, Nuggets, Timberwolves, habe ich ja gesagt, ist egal bei den Nuggets, ob sie jetzt eins verlieren oder nicht, bla bla bla. Die können hier eh nicht mehr runterfallen. Aber eigentlich alles bis hier zu 4 kann theoretisch noch ins Play-In rutschen. Es ist insane. Es ist Insanity im Westen. Osten ist dafür mega gechillt. Celtics, Bucks, Knicks, Cavs und Magic machen das noch so ein bisschen unter sich aus. Pacers glaube ich ehrlich gesagt nicht so krass dran. Heat. Mal gucken, Play-In oder nicht. Mal gucken, ob sie rauskommen oder nicht. Sixers, Bulls, Hawks sind eigentlich alle ziemlich safe im Play-In. Sehe ich nicht, wie die da rauskommen würden. Vielleicht machen die Hawks hier noch einen kleinen Run. Ey, guck mal, die Hawks. Wobei, ohne Trey, nee, wozu? Also, nee, ich glaube... Ach, Quatsch. Sorry, meinte ich gar nicht. Ich bin in eine Zeile verrutscht. Ich dachte, die Hawks sind unter 11. Nee, natürlich, die Hawks sind im Play-In, bleiben da auch. Und die Nets haben keine Chance mehr aufs Play-In. Das sind 5 Siege Unterschied. Das sehe ich nicht. Freunde, was eine wilde KBJ-Show. Aber ist auch cool, weil das ist ein guter Abschluss für diese Woche. Denn ich habe es schon ein paar Mal gesagt, ich bin leider jetzt übers Wochenende nicht hier. Das wird hier und da mal passieren. Ich gebe immer mein Bestes, dass nicht zu viel passiert. Und vor allem in den Playoffs will ich auf jeden Fall immer da sein, wenn sich's irgendwie vermeiden lässt, dass ich irgendwie on the road sein muss. Ja, es sind so ein paar Reisen auch im Gespräch zu den Playoffs, ehrlich gesagt, zur ersten Runde. Ich hoffe so ein bisschen, dass die gar nicht stattfinden, weil ich viel lieber hier wäre im Studio und alle Games mit euch cover, als dass ich on the road bin bei nur einer Serie. Aber manchmal ist es tatsächlich dann gar nicht so krass in meinem Entscheidungsradius leider. Aber ich gebe mein Bestes, dass das funktioniert und dass ich immer hier sein werde. Falls ihr Bock habt, ich habe es schon ein paar Mal gezeigt, KBJ History Kanal. Da droppt jeden Tag um 19 Uhr ein neues Video. Ja, vor allem jetzt diese History-Videos eben. Und ja, vielen Dank für den Support auch. Ich sehe gerade, 2 davon haben schon über 1000 Klicks. Ist ein komplett neuer Kanal, über 800 Abonnenten auch schon. Deswegen an der Stelle extrem viel Dankeschön dafür. Ich hatte noch was anderes, was ich euch zeigen wollte. Boah, das habe ich jetzt, glaube ich, komplett zu. Ja, ich zeige es euch trotzdem schnell. Ich hatte ja gesagt, ich zeige euch 2 Sachen. Guck mal, ich zeige euch 2 Sachen. Ich hatte euch schon erzählt, dass es
beim dann des Jahresplaner Veränderungen geben wird, dass wir darüber nachdenken, das ganze Ding neu zu strukturieren, quasi dann des Jahresplaner 2. Und wir sind gerade in Design quasi Umbrüchen und da haben wir und da sind wir bei diesem Design jetzt rausgekommen. Aisha hat mir das gemacht. So sieht aktuell die neue Woche aus im neuen Kalender, was ich sehr, sehr geil finde, weil man sich so ein bisschen eine Seite spart. Ihr bekommt dafür auf den anderen Seiten noch deutlich mehr Inhalt. Also ihr werdet immer eine Seite Wochenplaner haben, wo ihr alles reinschreiben könnt, wo ihr, das ist alles noch Arbeitstitel, ne? Aber so Mantra, Mission, einfach was euch für die Woche oder für den Monat wichtig ist, dann bestimmte, also worunter so ein bisschen, unter welchem Motto quasi diese Woche steht, dann habt ihr hier Fokus und Prioritäten, was euch da am wichtigsten ist. Ihr habt einen Habit-Tracker, da machen wir wahrscheinlich eine Zeile noch weg, weil ich glaube, zwei neue Habits einzupflegen ist schon schwer genug, deswegen machen wir da vielleicht nur zwei, mal gucken. Und die anderen Seiten seht ihr jetzt noch nicht, die werde ich jetzt auch noch nicht spoilern, aber es wird auf jeden Fall dann neben diesen Wochenseiten noch mehrere Seiten geben für die Woche, wo ihr noch andere Dinge eintragen könnt, wo ihr bestimmte Fragen gestellt bekommt, auf die ihr antworten könnt. Und das ist sehr darauf bedacht, einfach, dass ihr den Jahresplaner so ein bisschen öfter auch in der Hand habt, weil ich merke das bei mir, dass ich das immer so habe, dass ich alle meine Sachen eintrage für die Woche und dann eigentlich mehr oder weniger nicht mehr so viel damit mache über den Verlauf der Woche. Und das hier ist jetzt eben dafür gedacht, dass man zwar das hier hat, wo man auch seine To-Dos ausfüllt und hier sein Mantra in Shit, aber man hat dann noch weitere Seiten, wo man immer wieder zurückkommen kann, über die Woche verteilt, um zu gucken, wie läuft's gerade, um zu reflektieren, um zu checken, auf welchem Weg ist man gerade. Ich freue mich da richtig drauf. Ich zeige euch da über die nächsten Wochen immer so ein bisschen unser Update. Und das andere, was ich zeigen wollte, und zwar habe ich die neue Folge jetzt endlich gedroppt von Mehr als Basketball. Yes, also neue Folge Kendrick versus Drake versus versus J. Cole. Da habe ich eine halbe Stunde drüber geredet, nur über dieses Thema, über Kendrick gegen Drake und Cole. Dann über AD als Depoy und wir haben noch länger über die Suns und die Clippers gesprochen. Gibt sogar einen Kommentar. Yannick, Shoutout, sehr geiler Pod, fand es nicht zu nerdig, sondern ziemlich interessant. Gerne mehr davon. Nice. Ey, das freut mich doch sehr. Deswegen, falls ihr Bock habt, checkt das gerne aus, ist immer unten verlinkt, damit supportet ihr auch so ein bisschen den Kanal noch dazu. Und dann, Freunde, würde ich sagen, sind wir auch für heute raus. Wie gesagt, lange Show heute, aber schön, dass ihr mit dabei wart. Shoutout an alle, die bis jetzt dabei waren. Nochmal, ich bin morgen und am Sonntag nicht hier. Das heißt, es wird keine KBJ-Show geben. Die erste KBJ-Show, die neue, wird es erst wieder geben ab Montag. Bis dahin droppen aber auf dem neuen Kanal History-Videos. Also, falls ihr da vorbeischauen wollt, schaut da gerne vorbei. Und yes, man. Ansonsten bin ich jetzt raus. Tausend Dank euch für den ganzen Support. Habt schöne Ostern und wir sehen und hören uns am Montag wieder. Bis dahin, haut rein. Peace.